Ein Quartett auf 8 Rädern wurde am 19. Juli mit etwas Verspätung im Weißenfelser Schloss empfangen. Unterwegs waren die Organisten Jörg Reddin und Ulrich Böhme, begleitet wurden sie von Thomaskantor Gotthold Schwarz und Orgelstudent Sebastian Heindl. Doch warum wurden andere, also keine Orgelpedale, getreten? Weil wir gern Fahrrad fahren und weil wir die Natur lieben, aber wir lieben auch die Kultur. Und unser großer Meister Johann Sebastian Bach ist ja 1746 mal von Leipzig aus nach Naumburg gereist, um dort die große Orgel abzunehmen und zu begutachten. Und diese Reise ist uns Vorbild geworden, dass wir das heute mal diese Tour mit dem Fahrrad absolvieren. Er wird sicher in der Postkutsche gereist sein, denke ich. Er war ja schon nicht mehr der Jüngste damals und das Fahrrad war noch nicht erfunden, glaube ich. Weißenfels war aber nicht der einzige Zwischenstopp. Naja, wir suchen uns die Tour natürlich auch raus, weil es da viel Historie am Wegesrand gibt. Wir waren gerade noch am Grab von Nietzsche, das liegt ja auch am Radweg fast. Und Weißenfels ist ja eine tolle Kulturstadt mit sehr toller Geschichte und wunderbaren Gebäuden und Kirchen und Schloss und allem. Da fährt man natürlich nicht einfach vorbei. Wenn Organisten eine Orgel besuchen, dann soll diese natürlich auch erklingen. Die Orgel hat was mit Bach zu tun. Das heißt nicht die Orgel, sondern das Orgelgehäuse ist eigentlich nur alt. In dieser Orgel stand einmal eine Förner-Orgel. Das Gehäuse ist auch von diesem Christian Förner. Das ist eine Orgel, für die auch Johann Sebastian Bach ein Stück komponiert hat oder auf dieser Orgel uraufgeführt hat. Das weiß man deshalb, weil Christian Förner sehr große Pedalumfänge mit sehr vielen Tasten gebaut hat, die in der damaligen Zeit eigentlich nicht üblich waren und was Besonderes waren. Und Bach hat ein Stück für diesen Pedalumfang, seine F-Dur-Toccata, komponiert und die konnte er auf dieser Orgel spielen. Auf den meisten anderen Barockorgeln kann man dieses Stück gar nicht so einfach spielen. Wie schwierig ist es, eine Orgel mit Händen und Füßen und das gleichzeitig zu spielen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe es von Kind auf gemacht und ich finde es gar nicht schwierig. Geiger wird sagen, Geige spielen ist auch schwer oder nicht schwer. Jedes Instrument, was man irgendwie gut oder sehr gut beherrscht, zu erlernen, ist schwer. Aber singen, gut singen, solistisch singen ist auch schwer. Musik ist eigentlich immer schwer, aber solange es Spaß macht, spürt man das gar nicht. Was ist das Besondere an Bach im Vergleich zu anderen Komponisten? Naja, Bach ist gerade für die Orgel der wichtigste Komponist, das muss man schon so sagen. Und alle Organisten lieben Bach und spielen Bach und die schönsten Orgelwerke hat Bach komponiert. Und deshalb ist er immer der Mittelpunkt unserer Musik und natürlich auch als Kirchenmusiker und Kantatenkomponist. Und ich komme ja von der Thomaskirche in Leipzig, wo Bach ja Thomaskantor gewesen ist und deshalb ist das unser Lebensmittelpunkt. Er hat ein sehr umfangreiches Werk geschrieben, also es gibt von ihm viele Tasteninstrumentwerke für Cembalo, Orgel, es gibt Orchesterwerke, es gibt für Violine wunderbare Werke, aber es gibt sehr viel schöne Kirchenmusik, seine großen Oratorien, Passionen. Das Weihnachtsoratorium ist sicher ein Stück, was fast jeder kennt. Und die Kantaten natürlich und diesen großen Werkfundus wird man immer wieder begeistert durch diese Musik. Bach hat eine wunderbare Balance zwischen Melodie und Kontrapunktik, also diese komplizierteren Strukturen, die in den Fugen und in den polyphonen Kompositionen sind. Er hat da das richtige Maß gefunden, dass das zwar kunstvoll ist, aber immer sehr schön und gut hörbar und für die Menschen verstehbar ist. Natürlich gibt es auch von Bach Werke, die vielleicht mehr für Kenner sind, die was von der Musik verstehen, aber es gibt auch Werke, die man auf der Straße singen könnte. Bach war zu seiner Zeit fast als Orgelspieler noch berühmter als Komponist. Er galt als der beste Klavierspieler. Man sagte damals Klavier zu allen Tasteninstrumenten, der beste Klavierspieler überhaupt. Also eine Art Rock- oder Popstar, wobei die Zeit natürlich eine andere war. Man hat ja damals noch nicht so sehr zwischen U- und E-Musik unterschieden, sondern die Musik spielte sich eigentlich so in den Schlössern und in den Kirchen ab und da gab es halt sehr populäre Komponisten und Bach war vielleicht nicht der allerpopulärste zu Lebzeiten, aber bald nach seinem Tod ist er sehr weit aufgestiegen und ist heute sicher der berühmteste und bekannteste klassische Komponist. Ich denke, das liegt einfach an der außergewöhnlichen Schönheit seiner Musik. Alle nachfolgenden Komponistengenerationen nach Bach haben ihn bewundert und ihn sich zum Vorbild genommen und seine Werke geschätzt und gekannt und analysiert und versucht nachzuahmen und
Er war eigentlich schon so das große Vorbild für alle. Bach-Kenner und Freunde sollten sich das nächste Jahr vormerken. Im Rahmen des Bachfestes 2019 findet eine Konzertfahrt von Leipzig nach Weißenfels statt. In der Schlosskirche St. Trinitatis wird dann auch wieder die Firner-Orgel erklingen.